Zentrum Holze Werner Fachhochschule entwickeln wir innovative Lösungen, um den wunderbaren Werkstoff und die wunderbare Ressource Holz noch vielfältiger einsetzen zu können. Holz ist von Natur her für den Baubereich teilweise problematisch, weil es brennen kann. Holz ist nicht lichtstabil und Holz ist im Innenbereich auch nicht besonders kratzfest. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das nennen wir Mineralisierung. Dabei tränken wir das Holz mit mineralischen Lösungen und lassen dann im Holz selbst mineralische Kristalle wachsen, die das Holz von innen her stärken, verfestigen und schützen. Dadurch können wir heimische Holzarten wie zum Beispiel die Buche oder die Weißtanne mit ganz neuen Eigenschaften ausstatten. Das Holz wird brandresistenter, es wird lichtstabiler, dauerhafter, aber auch härter und kratzfester. Und durch diesen Prozess, den wir mittlerweile auch zum Patent angemeldet haben, können wir jetzt zusammen mit Industriepartnern Produkte herstellen, zum Beispiel eine witterungsbeständige Fassade für den Außenbereich oder sehr schöne, kratzfeste Oberflächen für den Innenbereich.